Ja, guten Morgen zum zweiten für alle, die beim JFD, die Wiesenradar vorhin nicht dabei waren. Wir wollen uns heute hier wieder mal dem edlen Metall, hätte ich fast gesagt, nein, dem DAX widmen, der sich hier ja ein Stück weit verhalten zeigt bis heute. Wir schauen mal hier kurz auf die Tageskerze. Wirkt aktuell ein bisschen bunt. Ich muss den Chart ein Stück größer machen. Sehen Sie diese Minikerze hier? Das ist ja nun mal gar nichts. Und insofern darf man mal abwarten, ob hier heute beim DAX noch was passiert. Wir gehen erstmal in den M15 rein und da sehen wir rechts Xetra, wie gewohnt links die JFD-Indikation und da unterscheidet sich nicht so viel, aber die Indikation ist mir wichtiger, weil wir hier eben den ganzen Markt, das Marktrauschen über die Nacht und dergleichen einfangen. Heute Handelstag, der schwächste nach dem beziehungsweise vor dem Dienstag mit nur 40% positiver Schlusspreise. Das ist eine leicht positive Tendenz in Richtung fallender Preise wohlbemerkt, also eine negative Tendenz letztlich, die den DAX hier nach unten drücken könnte. Wohlbemerkt, insbesondere hier, weil wir hier im Vorwochentief sozusagen gerade gescheitert sind, heute Morgen, gestern auch schon. Das sieht ein Stück weit interessant aus. Hier ist auch das Vortageshoch auf der Oberseite. Darf man sich natürlich jetzt die Frage stellen, wie geht das nur aus? Letztlich die Kerze, die bisherige hier eine Art Doji, sowohl hier in der Indikation als auch ein Stück weit ausgeprägter hier im Xetra DAX. Aber summa summarum ist das hier alles schwieriges, ein schwieriges Unterfangen bislang. Der DAX, wie gesagt, kommt derzeit nicht vom Fleck. Wir haben hier knapp 70 Punkte zurückgelegt. Im Schnitt bewegen wir uns hier um 160, 165. Also hier geht noch mehr als das Doppelte in Sachen Range, wenn wir denn hier im Laufe des Tages noch ein Stück weit Fahrt aufnehmen. Wir haben heute ja noch ein bisschen was an News, das dürfte also hier in Kürze schon für Bewegung sorgen. Man achte hier auf die um 11 Uhr erscheinenden Verbraucherpreise, Inflationsdaten EU und auf die Arbeitslosenquote EU. Das ist durchaus Treibstoff für den Markt, der hier in Kürze eben ja, Bewegung initiieren könnte. Rein technisch, wir gehen mal hier von dem 15-Minuten-Chart weg, gehen mal kurz in die Stunde, um uns sozusagen mal hier ein Stück weit die Range oder das mögliche Potenzial auszumalen. Das ist erstmal ein bisschen größer hier. So. Den Wochenpivot mal weg. So, da wird es ein bisschen deutlicher. Wir sehen, dass wir hier, und das war der gestrige Tendenzfall, wenn wir hier über 11.300 rausziehen, wäre das eine ganz tolle Sache. Das bleibt auch dabei. Also, wenn jetzt hier 11 Uhr Impulsdaten sozusagen kommen sollten, die den Markt ein Stück weit anheben, dann wäre hier insbesondere auf das Niveau von 11.300 Punkten zu achten. Gehen wir da per 15-Minuten-Schlussstand, insbesondere eine Stunde natürlich drüber raus, dann sieht das für den restlichen Tag entgegen des schwachen Wochentages eigentlich ganz gut aus. Insofern dürfte es dann, Schrägstrich, könnte es weitere Gewinne beim DAX geben, die dann auch, wenn wir gleich auf den Tagesschart schauen, durchaus noch kräftiger ausfallen könnte. Ja, durchaus. Nicht nur, dass wir die Range haben, sondern eben auch, weil wir den Deckel, den wir hier oben drauf haben, bei 11.300 Punkten dann gesprengt hätten, was dann hier in der Folge weiteres Potenzial natürlich auf der Oberseite eröffnet. Ansonsten der DAX natürlich immer noch in einem schwierigen Fahrwasser, in einem unentschlossenen Fahrwasser mehr oder weniger, weil wir ja auch noch, und das werden Sie wissen, wenn Sie die letzten Sendungen gesehen haben, in Range der Montagskerze stecken. Ja, das ist also hier eine Geschichte. Wir sind seit Montag und den entsprechenden Bewegungsimpulsen ja nicht aus der Handelsspanne vom Montag ausgebrochen. Das ist schon sehr, sehr zaghaft, was wir da sehen. Gut, am Montag war auch ein Stück weit sehr, sehr dynamisch, aber das ist natürlich eine Situation. Wir schauen uns das hier nochmal im Tageschart an. Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montagskerze. Ich habe es diesmal auch dazu geschrieben, Montag Insight. Das läuft hier alles in der Kerze vom Montag ab aktuell. Und also in der Indikationskerze, wo bemerkt. Und das ist natürlich eine Sache, die hier ja jetzt das Ganze entsprechend auflösen lässt, erst wenn wir uns aus dieser Kerze rausbewegen. Und wir haben jetzt hier vom Dienstag ausgehend eine Erholung, die sich allerdings, und Sie sehen die Kerzenkörper auf Tagesbasis, immer mehr abschwächte, ja, immer mehr kleinere Volatilitäten und jetzt sind wir hier unmittelbar vor den Widerständen und entweder es gibt heute hier einen explosiven Move über 11.300 Punkte raus, dann geht es richtig weiter in Richtung 11.350, 11.400, vielleicht sogar 11.462. Oder aber wir drehen hier ab. Das ist jetzt die Gretchenfrage. Rein von der Saisonalität und rein von dem Wochentag wissen Sie, müsste, Schrägstrich, sollte der DAX eigentlich nach unten wegdrehen können. Richtig bärisch wäre es dann allerdings auch erst, wenn wir hier signifikant unter die letzten Tiefs zurückfallen. Insbesondere die Aufgabe der Marke von 11.000 Punkten wäre hier ein Short-Signal
was dann hier weiterfallende Preise begünstigen würde. Bis dato hier DAX neutral innerhalb dieser Kerze vom Montag. Da kann eben alles passieren. Just der Ausbruch jetzt, das wäre sehr bullisch, oder aber der Abprall und dann orientieren wir uns wieder nach unten und selbst wenn wir die Range eben heute ausschöpfen sollten, würden wir dann immer noch in der Montagskerze verweilen und insofern bietet sich hier ein Standby ein, um zu sehen, was das große Kapital macht, wenn es den DAX denn hier mal nach oben raushebt oder eben nicht. Das wird ja, mit Spannung zu beobachten sein. Vielleicht sehen wir jetzt 11 Uhr ja schon Impulse, denn wir notieren ja hier knappe 25 Punkte vor der Marke von 11.300 Punkten. Wenn es also hier oben rausgeht, dann kann es auch ganz schnell gehen, denn im weiteren Tagesverlauf haben wir dann auch noch insbesondere am Nachmittag einiges aus den USA, Einkaufsmanager Index, Konsumklima, Klima, Uni, Michigan. Also hier kommt noch ein Stück weit was am Nachmittag, was dann hier entweder zusätzliche Befeuerung nach oben liefern dürfte oder aber eben dann doch den Weg nach unten einkehrt. Das bleibt mal abzuwarten. Wir wollen mal hoffen, dass hier nicht das Sommerloch doch aufkommt hier bei den Indizes. Grundsätzlich aber bleibt es spannend, insbesondere vor der Marke von 11.300 Punkten. Also insofern Augen auf beim DAX-Schmaus. Wir werden uns gegebenenfalls später nochmal aufschalten. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein glückliches Händchen bei Ihren Anlageaktivitäten. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.